Es ist nicht immer alles schwarz oder weiß. Farbe kennen braucht Mut und Geduld. Natürlich, es muss immer alles perfekt sein. Und man muss einen Plan haben. Aber Selbstzweifel haben mich innerlich zerrissen und mich in ein Chaos gestürzt. Ich habe mir weh gemacht, um mich leicht zu fühlen. Ich war immer sehr angespannt, traurig, leer, hässig, verzweifelt. Diagnose Borderline. Die Rolle des unbeschwerten Mädchen habe ich perfekt beherrscht. Alle haben es mir abgekauft. Manchmal habe ich sogar selber daran geglaubt. Reibungslos läuft es auch heute noch nicht. Aber jetzt kann ich Dampf ablassen. Und Hilfe annehmen. Man nimmt mich so, wie ich bin. Ich weiss, dass ich es schaffen kann. Weil bei Textilart habe ich nicht nur einen Job gefunden, sondern auch wieder Kraft. Da werde ich ermutigt und gefördert. Schritt für Schritt. Jetzt gestalte ich meine Zukunft. Genau auf mich zugeschnitten.